Es ist ein Spiel, das ganz im Zeichen der Abschiede steht. Drei Akteure laufen letztmals im Trikot des Wilhelmshavener HV auf. Kapitän Steffen Köhler wechselt zum VfL Bad Schwartau, Lukas Mertens zum SC Magdeburg und Torwart-Routinier Adam Weiner beendet seine äußerst erfolgreiche Karriere. Auch wenn am Samstagabend der umkämpfte Klassenerhalt für die Jadestädter bereits feststeht, verspricht die Partie gegen den TV Neuhausen also ausreichend emotionale Momente. Auch für die Gäste, die sich als Absteiger in die Drittklassigkeit nochmals in der zweiten Liga anständig auf der Platte präsentieren wollen. Markus Bokesch bleibt das aufgrund seiner Augenverletzung verwehrt. Der Keeper wechselt zurück in seine österreichische Heimat. Nach einer kräftezehrenden, nervenaufreibenden Saison will diese Mannschaft ein versöhnliches Finale. Allerdings starten ersatzgeschwächte Gäste besser in die Begegnung. Christian Wahl mit dem 1:0. In den ersten 10 Minuten trifft der TVN linksaußen dreimal. Ebenso Wilhelmshavens Rechtsaußen Jewgeni Woronzow. Er ist heute der einzige Linkshänder, der WAV-Coach Christian Körmann zur Verfügung steht. Die Nordniedersachsen agieren mit drei Rechtshändern im Rückraum. Kai Smits sitzt nur nebenan statt auf der Bank. Beim TV Neuhausen sind es ohnehin nur zwei Feldspieler, die Trainer Alexander Job als Auswechselspieler zur Verfügung stehen. Aber die dabei sind, machen ihre Sache gut. Nach 13 Minuten erzielt Jonas Schoch das 7:4, sehr zum Leidwesen des Vize-Weltmeisters von 2007, der von seinen Vorderleuten ganz schön allein gelassen wird. Alexander Job kann zufrieden sein, er hingegen gar nicht. Trainer Christian Körmann rotiert in der Offensive kräftig durch. Unter anderem kommt auch Jonas Schweiger zum Einsatz, der in der kommenden Saison hauptsächlich für den OHV Aurich in der dritten Liga auflaufen wird und mit 10 Applaus empfangen wird. Den hat sich auch Lukas Kallerfuth verdient, mit 6 Treffern ist er einer der 3 besten WAV-Torschützen an diesem Abend. Linksaußen Lukas Mertens stellt mit einem erstklassigen Pass seine Bundesliga-Tauglichkeit unter Beweis und Steffen Köhler zeigt, warum sich das schleswig-holsteinische Handballpublikum auf ihn freuen darf. Aber die Gäste haben mit Frederik Stüber auch einen hervorragenden Kreisläufer dabei, den die Jadestädter während der gesamten Partie nicht in den Griff bekommen. 11:16 steht es zur Pause, der TVN droht zum Partycrasher zu werden. Dass es nicht so weit kommt, soll auch Wilhelmshavens Nachwuchshoffnung verhindern. Frederik Lübcke löst den glücklosen Adam Weiner ab und Kai Smits, Markus Bokesch und René Drexler sehen, dass sich dieser Wechsel lohnt. Und die 1437 Fans in der gut gefüllten Nordfrost Arena sehen, dass hier noch etwas geht. Wir springen in die Schlussphase. 24:24 steht es, gut 3 Minuten sind noch auf der Uhr. Und Jewgeni Woronzow erzielt die erste Wilhelmshavener Führung der Partie. Was hat Neuhausen noch im Köcher? Auf jeden Fall wird sein Team nicht verrückt, sondern spielt seinen Stiefel runter. Was bereits 6-mal funktioniert hat, klappt auch ein 7. Mal, 28 beide. Wer sich auf lockeren Sommerhandball eingestellt hatte, wird vom WAV noch einmal kräftig auf Temperatur gebracht. Es passt zu dieser Saison. Fünf, vier, drei, 2 Sekunden vor dem Ende erzielt Tobias Schwolo den letzten Treffer dieser Spielzeit. Und zieht nicht nur einen Schlussstrich unter eine schwierige Serie, an deren Ende der viel umjubelte Klassenerhalt steht, sondern auch unter eine große Karriere. In Danzig begann Weiner mit dem Handballspielen, wechselte 1997 zum SV Anhalt-Bernburg und kam 1999 erstmals zum WAV, für den er 420 Mal auflief. Künftig steht er Coach Christian Körmann, der in einer hektischen Saison stets einen kühlen Kopf bewahrt hat, als Assistenztrainer zur Seite. Ein ganz großer verlässt die Bühne. Die Nordfrost Arena ist sein Wohnzimmer, das er als aktiver Spieler mit dem Klassenerhalt in der zweiten Handball-Bundesliga verlässt.